Ja, ich würde mal sagen, wir gehen rein ins Fail-Video. Who's that Pokémon? Das will ich auch! Ein wirtschaftlicher Totalschaden. Phil, wie läuft eigentlich dein BMW-Projekt? Hilfe! Ja, ihr seht's jetzt gar nicht. Fahrt in eine Welt, die dem menschlichen Auge normalerweise verborgen bleibt. Schroffe Riffe und filigrane Kristalle. Aber das ist kein Korallenriff. Es ist das Ergebnis kostspieliger Zerstörung. Rost. Hallo, das ist Alkohol Reflex, jetzt eine AMG-Leitung. Das ist mein Müllhaufen. Ich wohne jetzt hier auf der Ecke. Ja, der bleibt jetzt da. Das ist Deko. Ne? Stimmt, den Müll, da müssen wir uns irgendwie noch drum kümmern. Ich glaube, das wird teuer. Das ist Sondermüll. Das feiert ihr alle, deshalb liked ihr jetzt. Ja, beste Intros. Der Phil liefert auf jeden Fall die heftigsten Intros. Jetzt schon mal dieses Video. Nee, ich war duschen und dann kam mir der Geistesblitz. Ich glaube nämlich, die Rolle im Schweißgerät ist falsch rum drin. Das ist eine Presshülse. Uiuiuiui, es geht ums Gefühl. Jetzt kommt gar kein Draht mehr durch. Das habt ihr super repariert. Na, in der Halle ist schon wieder gute Stimmung. Und wie gefällt's dir, Eiko? Helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Der Herr, wie macht der das immer? Okay, jetzt. Worum geht es überhaupt jetzt in dem Video? Ich hab's gar nicht verstanden. Aber ran an den Rost. Wie findet ihr so diese Sicherheitskombination aus der Uvex-Brille, den Kopf, also Ohrschützern und dann diese Lack-Dings? Ich find's, also das ist gängige Praxis, ne? So sieht die Sicherheitsbekleidung im Schloss tatsächlich die allermeiste Zeit aus. Abwechselnd mal ein paar erfreuliche Nachrichten. Ich mag's kaum glauben. Aber guckt euch die Wagenheberaufnahme an. Die ist komplett vollständig. Und da oben geht's weiter. Aber wie das immer so ist, mal gibt der BMW, mal nimmt der BMW. Kauft den BMW, haben sie gesagt. Boah, Digga. Der erste BMW von mir, der war echt noch schlimmer als die zwei danach. Die Wagenheberaufnahme, die ich bestellt habe, ist tatsächlich eine ganz andere. Die passt da nicht mal rein. Da stand, dass sie für vorne links und hinten rechts gedacht ist. Aber wenn ihr euch dieses Gerät mal anguckt, dass das hier so Einhalter hat, und an der Seite gar kein, kann man erkennen, dass sie nur für vorne ist, weil die Wagenheberaufnahmen hier sind hier mit so einem großen Träger verbunden. Gott, Alter, das sieht schon alles nach Raketentechnik aus. Der beidseitig, also so umgeklappt, beidseitig verschweißt wird. Das bedeutet, dieses bestellte Ding für 155 Euro bringt mir original mal gar nichts und ich werde mir das nachbauen. Da kommt nur so ein Blech überlappend, passt sogar schon fast perfekt, überlappend dran geschweißt und dann hat sich das natürlich noch bisschen Schmatze drauf, dann passt er. Moin, ich habe eine Lösung gefunden für die Wagenheberaufnahme. Hier habe ich so ein rechtwinkliges 2 mm dickes Blech hingesetzt und... Ach, dafür sind diese Dinger hier, um rechtwinklig irgendwas zu machen. Ich habe mich immer gefragt, was das für eine Scheiße ist, die hier im Schloss rumliegt. Hier. So sehen die aus, sind 2 mm dicke Bleche, die dann da quasi so gegengeschweißt werden und wieder für Stabilität sorgen sollen. Jetzt wird gebrutzelt. Schöner Rücken, cooles Video. Okay, also das Schweißgerät hat auf jeden Fall übertrieben Bock jetzt. Beide Verstärkungen, die Wagenheberaufnahme sind jetzt reingebrutzelt. Jetzt bauen wir uns noch ein Mittelstück quasi, was hier rüberkommt. Genauso wie es original auch gedacht. Ja, der brutzelt sich da echt eins zurecht, ne? Das ist unfassbar. Und im Endeffekt wird es wahrscheinlich wirklich so durch den TÜV gehen, problemlos. Und dann haben wir auf jeden Fall wieder eine stabile Wagenheberaufnahme hier. Das sieht toll aus. Ja, soll ich einfach mal rauf? Ja. Warte, nein. Ja, jetzt. Oh, ich habe das Gas nicht angemacht. Essen? Ja, gleich. Ja, ich bin in 7 Minuten fertig mit dem Video, dann komme ich essen. Ja, ist gut.
Okay. Ja, okay. Wir sind schon wieder an Tag 4. Warum ich das sage? Keine Ahnung. Aber ich habe gerade das letzte Blech zugeschnitten. Das kommt hier rein. Das hängt hier auch schon angekittet drin. Und dann kommt final dieses Blech auch überlappend hier rein. Die muss ich jetzt noch lackieren und abschleifen. Dann ist das erledigt. Warum holt er keinen Mercedes? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die Ecke hier vorne ist auch schon fast fertig. Da müssen wir noch die Naht quasi zu Ende machen, weil wir hier auf Stoß geschweißt haben. Hier überlappend. Die Schweißpunkte sehen geil aus. Mashallah. Hier noch das zu Ende punkten. Die Ecke war ja zum Glück fertig und hier müssen wir nur ein Blech einsetzen, das hier auch schon bereit liegt mit ein paar Punkten. Ne? Ist auch überlappend. Und dann sind wir fertig. Dann mache ich Bilder davon, falls der TÜV-Prüfer das irgendwie sehen will, wie das geschweißt wurde. Den Tipp hat mir Eiko gerade gegeben. Und dann wird das zugemacht und dann kommt da ein bisschen Sikaflex rüber und dann... Da muss man echt sagen, es ist echt wenig Karosse übrig, ne? Sind wir fertig. Also es ist schon echt heftig. Hier drin ist auch komplett rostfrei. Ich weiß nicht, ob ich hier rausheben kann. Wir nähern uns dem Ende zu. Der Wasserkasten hat ein bisschen gelitten. Sorry dafür, Bruder. Und dann... Krank, wie die Karren teilweise weggehen, hätte ich null Bock drauf. Safe. Wird dieser Schweller so oder so mit Wachs geflutet, dass der auch nie wieder irgendwie was rosten kann. Besonders stolz bin ich immer noch auf meine Wagenheberaufnahme. Die ist auf jeden Fall geil und hat nicht 150 Euro gekostet, sondern stolze 2. Rost entfernen hat auch irgendwie was Befriedigendes. Zeit für pathetische Motivationsreden beim Schweißen. Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Die Motivationsreden hätte ich auf jeden Fall mal zwischendurch bei den BMW-Leistungsprüfstandsläufen gebraucht. Habe ich ja auch ordentlich mein Fett wegbekommen gestern im Video vom Top-Comment. Ach, scheiß drauf. Es ist wirklich unfassbar aufwendig. Also, ich verstehe, warum das so teuer ist, wenn man das machen lässt. Guckt euch das an. Das passt auch einfach. Also ich hätte dafür gar keine Geduld, bin ich ehrlich. Ach, perfekt, rein. Das muss man an der Stelle auch sagen. Das wird jetzt hier noch festgebrutzelt. Da vorne noch ein paar Punkte. Und dann ist dieses leidige Thema für die nächsten, keine Ahnung, 10 Jahre hoffentlich erledigt. Ich habe keine weiteren Worte mehr. Ich brutzel jetzt einfach weiter. Ich weiß nicht, wie viele Aufnahmen von irgendwelchen Schweißpunkten hier gesehen habt, aber das ist einfach das, wie aktuell mein Leben aussieht. Ich repariere diesen E36. Geil, wie lange es dauert. Und gebe einfach nur mein Bestes. Was ist mein Lieblingssong? BMW. Ja, siehst du, du kennst ihn doch sogar. Ja, Eiko kennt alle 3er BMW-Songs. 3er BMW. Weil der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann. Und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Und jetzt komm in die Film. Eiko! Mit seiner Hand, während Phil schweißt. Egal, Alpha Group. In der Ecke da. Okay. Hallo. Hallo. Ich hab gar keinen Bock mehr. Nee, echt nicht? Nee. Aber es sieht doch schön aus. Ja, es sieht schön aus. Aber also wenn man sich jetzt nur vorstellt, wenn es ein bisschen geschliffen ist, wenn da ein bisschen Schmatze also drauf so ist. Also so muss das auf jeden Fall aussehen. Und es ist vor allen Dingen stabil, ne? Ja. Mhm. Jetzt kommt der große Moment. Passt das Ding rein. Nur so gewinnt man. Oh mein Gott, es wow. Passt. Phil. Respekt. Oh. Hey, wer hätte das gedacht bei einem lasergeschnittenen Teil? Wow. Nee, das ist ja eine Doppelung. Ach so. Ja. Ah, du musstest das perfekt übereinander lappen. Ja. Den Lappen. Und Blech verzieht sich ja gern mal, aber... Alter. Wir haben eine Wagenheberaufnahme. Krank. Das ist geil. BMW-Things. Ja, ja. Das ist ein Statussymbol, Eiko. Ja. Und hat dein E36 noch seine Wagenheberaufnahmen? Ja, 3 Stück, aber sag's keinem. Ja. Auf dem Treff? Nein. Ja. Wie viele habt ihr noch? Ich glaube, da möchte auch niemand mit ihm tauschen. So eine Reise, die man da begeht mit dem Schweißen und das bringt ja auch irgendwie Spaß. Ja.
Mein E36 schneller mal war ein Metallschrank, schreibt einer in Chat. Digga. Das ist ja. Eine Herausforderung. Genau. Ja. Eine Herausforderung. Scheiße. Achso. Mal kurz. Ja, Schweißermusik aus jetzt. Hilfe. So. Ja, testen, ob es passt. Mir ist extrem warm. Es ist auch ziemlich warm, der Vor allem, wo wir zurück ins Loft gekommen sind, haben Schatzi und ich uns gefragt, wo der Prior ist, weil er nicht vorm Loft steht. Offenbar steht er in der Halle, habe ich gerade im Hintergrund gesehen. Gott sei Dank, Alter, ich dachte schon, ich hätte das Auto verloren. Stahl noch, ne? Ja. Kruppstahl. Es ist hier auch alles noch ziemlich warm. Aha. Er passt. Wow, wie fühlt sich dieser Erfolg an? Bitte nicht abheben. Ich habe gar keine Lust. Ist schon gut. Nee, jetzt wird aber auch der Kronkorken geklopft hier. Du willst jetzt nicht noch das durchziehen, ey. Heiko will Feierabend machen. Selbst Heiko hat schon Wochenende gemacht. Ja, das können wir auch im nächsten Video schweißen. Ja, oder wollen die Leute überhaupt jetzt noch 3 Stunden schweißen sehen? Ich glaube nicht. Ich will es auch nicht mehr sehen, aber ich muss es mir. Phil macht die Seite hier noch fertig, ne? Das ist klar. Mhm. Und dann geht es weiter im nächsten Video mit was anderem als Schweißen, ne? Ja. Oh ja. Wir haben viele Sachen auf dem Zettel. Zum Beispiel deine Hydroschlüssel. Ja? Ja, guck dir die Karre an. Das ist jetzt kein Neuwagen geworden über Nacht. Nee, ja. Lasst euch einfach Die Karre, die gibt einiges an Content. Ihr könnt gucken, schaut bei Alko vorbei und abonniert den Kanal, liked das Video. Ich glaube, ich habe Dreck im Auge. Oh, oh schön. Gibt's ein Was Like, ist das ne? denn? Alter, Philipp rastet ja komplett aus mit Likes. Total. Gut. Schreibt mir eure Schweißtipps in die Kommentare. Und nein, ich kann eure BMWs nicht schweißen. Ciao. Machst du sowas auch für Kunden? Wenn man hierher kommt, ist eine Filmkunde. Ja, schönes Video. Schönes Video von Phil. Gut, die Freunde, für mich gibt es jetzt Abendessen. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Haut rein, bis dann. Ich weiß nicht, ob diese Woche noch ein Video kommt. Vorhin, wie gesagt, habe ich mir ein Auto angeguckt. Das war leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dementsprechend habe ich es nicht gekauft. Und dementsprechend gibt es leider auch kein Video diese Woche. Zumindest nicht über ein neues Projekt. Ansonsten, im allerschlimmsten Fall, sehen wir uns wieder, wenn ich in Amerika bin und von da aus das erste Video veröffentliche. Mit diesen Worten, Freunde, haut rein. Ciao. We'll be right back.